Hallo ihr Lieben, heute möchte ich über den Begriff eine enge Vagina reden. Ich mag diesen Begriff nicht besonders und ich werde heute auch erklären warum, aber ich nutze ihn regelmäßig, weil es für meine Zuschauer und Zuschauerinnen verständlich ist. Eigentlich geht es nicht um die Enge oder Weite, sondern um die wahrgenommene Enge. Um die Fähigkeit der Vagina, den Penis des Partners umzuschließen. Hintergrund für dieses Video ist die Geschichte, die mir eine Freundin erzählt hat. Ihr Kumpel hat seine Partnerin verlassen oder plant sie zu verlassen, weil sie seiner Meinung nach nicht eng genug wäre vom vielen Vögeln, sagt er. Und als Beweis erzählt er, dass 3 Finger in ihre Vagina reinpassen. Die Frauen, die schon Kinder haben und eigentlich die noch keine haben, aber theoretisches Wissen, wissen ganz genau, aus der Vagina kommt was Größeres. Und wenn die Frau gesund ist, auch ohne Verletzungen. Im Östlichen ist die weibliche Energie oft mit dem Wasser verglichen. Und so kann man es auch über die Vagina sagen. Hier habe ich ein Glas Wasser. Das wären die Beckenknochen. Ja, etwas Größeres als die Beckenknochen kann nicht rein oder raus. Für die Entbindung weiten sich die Beckenknochen aus. Das ist ein langer Prozess. Diesen Prozess kann man auch durch die Übungen, durch Yoga, durch Hüftöffnungen unterstützen. Und generell produziert unser Körper die Stoffe, die die Beckenknochen etwas weicher machen währenddessen. Aber generell, hier wäre unser Beckenknochen und hier wäre das Wasser unserer Vagina. Grob gesagt, wenn die Frau nichts reinlässt, im entspannten Zustand, ist die Wasseroberfläche perfekt zu, damit keine Keime reinkommen. Da gibt es im Wasser keine Löcher. Wenn die Frau häufig zum Beispiel Milchpilzinfektionen aus dem Schwimmbad nach Hause mitbringt, geht es darum, dass sie nicht perfekt zu ist. Oder Falthus vaginalis, wenn die Luft in die Vagina reinkommt und die Vagina danach pupst, ausgenommen ein paar Stellungen und Stoßtechniken, aber so bei Yoga-Übungen oder einfach so im Alltag, es ist auch nicht in Ordnung. Idealerweise ist die Vagina in der Lage, geschlossen zu bleiben, bis irgendwas Wichtiges rein oder raus sollte. Wenn ich jetzt einen Finger ins Wasser tue, spürt mein Finger den Widerstand, ja, die Gegenkraft. Und diese Gegenkraft ist gleich der Kraft, dem Druck, den mein Finger auf das Wasser ausübt. 2 Finger, das Gleiche, das Wasser umschließt meine 2 Finger perfekt. 3 Finger, gerne auch. 3 Finger sind nicht so viel. Es gibt Penisse, die größer sind als meine 3 Finger. Und das ist normalerweise auch kein Problem, wenn die Muskulatur der Vagina und die Muskulatur des Beckenbodens in der Lage ist, sich vollständig zu entspannen. Sie werden reingelassen und einfach umgeschlossen. Wir können ebenfalls unsere Vaginalmuskulatur willentlich steuern, das heißt, wir können auch Druck ausüben, aber der Vergleich mit dem Wasser ist gut, um die entspannte Variante zu schildern. Ja, wie geht es der Vagina, wenn sie entspannt ist? Die Frauen, die ein bisschen länger mit mir trainieren, die ihre Intimfitness regelmäßig machen und Fingerübungen gemacht haben, merken es. Nach einer längeren Zeit der Übungen, entweder mehrere Tage am Stück mit den Fingern oder sogar während einer Einheit in den meisten Fällen, spüren wir, dass die Vagina die Finger sehr schön umschließt, auch im entspannten Zustand. Was der Mann als Enge wahrnehmen kann, ist erstens die generelle sensorische Wirkung, die die Vagina auf den Penis ausübt. Das ist die Wärme, unsere Erregung. Die Erregung sollte man an der Wärme messen. Die Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit hängt nicht nur davon ab, wie die Frau erregt ist, sondern davon ab, wie ihre Bartalindrüsen funktionieren, wie ihr lymphatisches System generell funktioniert, wie, in welchem Teil von dem Zyklus sie sich befindet oder vielleicht nach den Wechseljahren stehen die Hormone schon anders, dann ist die Feuchtigkeit etwas erschwert, aber trotzdem möglich. Da gibt es viele Parameter. Apropos, die Wärme hängt natürlich auch nicht nur davon ab, wie der Mann
die Frau erregt hat oder wie erregbar sie grundsätzlich ist, sondern von ihren Blutgefäßen. Wie gut funktioniert Blutzufuhr von dem Herz? Wie pumpt mein Herz das Blut in meine Klitoris, in die Wände der Vagina und so weiter und so fort, in alle Schwellkörper, in die Muskeln und so weiter. Je besser die Durchblutung, idealerweise durch regelmäßige Übungen, aber gerne auch durch ein ausgedehntes Vorspiel. Und wir Frauen lieben auch mit den Ohren, sagt man. Ja, wir reagieren so manchmal auf die Komplimente, nicht nur auf die Berührung. Es ist eine Kunst, die Frau in den erregten Zustand zu bringen. Häufig die Bewegung des Mannes in der Vagina ist eine Rein- und Rausbewegung und dafür spielt auch das Relief von der Vagina eine Rolle. Wenn es Wellen sind, wenn es Rillen sind in der Vagina, wird die Vagina als enger wahrgenommen, weil sie mehr sensorische Informationen dem Penis gibt. Wichtig ist aber auch für jeden Mann zu verstehen, Gegenkraft ist gleich der Kraft. Das heißt, wenn die Erektion steif ist, reagiert die Vagina ohne willentliche Steuerung intensiver, als wenn seine Erektion nicht so gut ist. Deswegen, liebe Männer, wenn ihr sagt, ich spüre in meiner Frau nichts, ist es nicht unbedingt etwas, was nur an dem Zustand ihrer Vagina liegt. Es kann auch mit eurer Erektionsfähigkeit, mit eurer Steife zusammenhängen. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, durch die Anspannung des Beckenbodens, der Vaginalmuskulatur, der Gesäßmuskulatur, des unteren Bauchs, aber bitte nicht pressen. Ja, pressen ist verboten, sowohl bei der Fitness als auch im Alltag, beim Stuhlgang, immer, immer, immer verboten, weil es die Senkung der inneren Organe provozieren könnte. Egal, ob der Mann dabei mehr fühlen sollte, machen wir es nicht, um unsere Gesundheit zu schonen und die möglichen Probleme vorzubeugen. Wir können es steuern. Und natürlich können wir es auf eine natürliche, ganzheitliche Art und Weise steuern. Häufig höre ich von der operativen Vaginalverengung, von der chemischen Vaginalverengung, Vaginalverengung mit dem Laser. Warum geht es dort? Das Gewebe wird durch die Intervention aufgeschwollen, wird tatsächlich enger wirken. Das Problem ist aber, ihr wisst, was aufgeschwollen ist. Jeden hat bestimmt schon eine Wespe gestochen oder eine Biene. Es ist nicht so weich, es ist ziemlich hart. Es ist kein gesunder Zustand auf die Dauer. Während einer Aufschwellung sind die Muskeln und andere Zellen nicht in der Lage, sich gut zu entgiften. Sie sind nicht in der Lage, sich ausreichend zu ernähren. Und deswegen, wenn die Aufschwellung weg ist, fühlt sich die Vagina noch schwächer und noch weicher und weiter an. Das ist kein nachhaltiger Weg, obwohl es ein schneller Weg wäre. Aber es ist sehr häufig in unserem Leben, dass wirklich gute Erfolge nur über eine längere Zeit und ein bisschen Investition von unserer Aufmerksamkeit und unserer Disziplin erreichbar ist. Ich lade, liebe Frauen, euch ein, eure Intimbereiche zu erforschen, zu spüren, ob eure Finger dieses Umschließen fühlen, wie es sich anfühlt, wie stark fühlt sich eure Intimmuskulatur an. Hier verlinke ich ein Video zum Kennenlernen der Beckenbodenmuskulatur. Ja, alles fängt sowieso mit dem Beckenboden an und erst dann fangen wir an mit der Vaginalmuskulatur, mit der gekoppelten Muskulatur, Bauch, Beine und Po. Und ihr könnt dann für euch feststellen, wie es sich anfühlt, eure Rillen auch bewerten, ein bisschen eure Feuchtigkeit bewerten. Und wenn ihr Lust habt, gibt es auch einen Online-Kurs mit den Fingern, mit dem biologischen Feedback, mit dem besten 3D-Feedback, mit Temperaturmessung, mit der Messung des Zustandes von der Schleimhaut, wie sie sich im Zyklus verändert, wie sie sich vom Tag zu Tag verändert, ob ich mehr Stress hatte, ob ich besser geschlafen habe. Und so weiter und so fort. Und liebe Männer, natürlich, es hängt auch von euch ab, wie viel ihr beim Sex fühlt.
Investier die Zeit ins Vorspiel. Das bringt nicht nur stärkere Orgasmen für die Partnerin und eventuell für euch auch. Beim Vorspiel, beim Kunnilingus zum Beispiel, kann man eine leichte Diagnostik machen. Wenn die Frau gut schmeckt, ist ihre vaginale Flora gesund, sowohl für sie selbst als auch für euch. Ja, und die Keime dann gelingen nicht in die Prostata, provozieren keine Prostataentzündungen. Wenn die Frau nicht so gut schmeckt, zuerst zum Arzt und eventuell entgiften, trainieren, lymphatische Massagen machen, mehr Wasser trinken, Chlorella, Spirulina und so weiter, was auch immer die Lymphe reinigt. Ja, Süßholz reinigt die Lymphe sehr gut, wenn wir schon die schlimmeren Krankheiten ausgeschlossen haben. Man kann auch die Mikroflora aufbauen mit Hilfe der Probiotika zum Beispiel. Ich nehme die Gesichtscreme mit Bacillus subtilis für draußen und die Zäpfchen mit Bacillus subtilis ab und zu einfach so zur Prävention. Ich habe keine Probleme, aber Prävention ist immer eine gute Sache. Und wie gesagt, die Frau wird dadurch wärmer, eventuell feuchter, eventuell beweglicher, offener und auch energetisch offener zu euch. Und zweitens, arbeitet bitte an eurer Steife von dem Penis. Es ist normal, dass die Steife nicht durchgehend perfekt ist. Was wir in den Filmen sehen, ist medikamentös bewirkt in den meisten Fällen. Natürlich kann die Steife ein bisschen schwanken, auch damit zusammenhängen, wie müde man ist, was man gegessen hat und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, den größten Teil von dem Liebesakt, sollte der Penis richtig steif sein. Vielleicht haben die Männer es auch schon bemerkt, bei der Massage, beim Blowjob oder beim Sex, dass ein steifer Penis generell mehr fühlt, dass die Nervenendungen am steifen Penis anders reagieren, mit viel mehr Intensität reagieren als an einem Schlappen. Deswegen lade ich euch ein, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sowie mit dem Thema der Nervenverbindungen im Körper. Unter diesem Video verlinke ich meine Online-Kurse, lade euch herzlich ein, daran teilzunehmen. Und wenn ihr Fragen habt, seid ihr frei, mir eure Fragen zu stellen. Ich beantworte sie sehr gerne. Liebt einander! Macht einander keine Vorwürfe, ohne wirklich zu denken, was der Hintergrund sein kann und wie wir die Situation verbessern können. Denkt lösungsorientiert. Liebt eure Körper und die Körper eurer Partner und Partnerinnen. Ich wünsche euch alles Liebe und viel Spaß.